Neujahrsstimmung am Hohen Wartestausee. An der Bucht in der Gemeinde Saaltal-Alter versammelten sich bei kühlen Temperaturen zahlreiche Unerschrockene zum Anbaden in der Saale. Was vor einigen Jahren mit wenigen Teilnehmern begann, hat sich mittlerweile zur Tradition entwickelt, wie auch unser Gastreporter Michael Schehak aus Rahnes in Erfahrung bringen konnte. Ja, Anbaden am Stausee ist so eine kleine Tradition bei uns geworden. Wir machen das jetzt, glaube ich, schon zum fünften Mal hier. Es war früher aus der Idee heraus für Training entstanden, weil wir im Winter mal im kalten Wasser mal trainiert haben, für Getting Tough und sowas. Und ja, das haben wir so etabliert und jetzt ist es immer größer geworden. Ja, jetzt ist das fünfte Jahr. Sieht heute ziemlich gut aus. Es kostet schon eine ganze Menge Überwindung, ins etwa 4 Grad kalte Wasser zu steigen. Praktisch, dass man dabei nicht der oder die Einzige ist. Mega, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr auch alle gut ins neue Jahr gerutscht seid. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lange. Wir gehen wie jedes Jahr runter in den Liegestütz. Auf geht's! Mit einer gemeinsamen Aufwärmübung geht es an den Start. Und dann, auch wenn manche das kalte Wasser am liebsten gleich wieder verlassen würden, bis zum gemeinsamen Gruppenfoto muss man schon durchhalten. Das schießen die Schaulustigen und Mitgereisten am Ufer. Jungs, wie ist das Wasser? Warm, oder? Also dieses Jahr ist es angenehm. Eine Mannenskraft haben wir noch. Wie oft habt ihr das schon gemacht jetzt? Also hier im Alter 5-mal, aber in den anderen Jahren woanders schon öfters. Dann mal rein in trockene Sachen und den Körper wieder aufgewärmt. Bis zum nächsten Anbaden in einem Jahr.